Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Mega Man Zero. Hoppala. Da bekomme ich aus Zero gleich wieder eine ins Gesicht. Moment, da war der Boss. Moment. Ich laufe in die falsche Richtung. Haha, das habe ich übersehen. Da gibt es tatsächlich noch eine Cyber-Elfe, ja? Die muss ich natürlich retten, ne? Als guter Zero muss das sein. Ich denke mal, ich muss jetzt hier nach rechts, wo ich vorher nicht lang konnte. Da war noch diese verschlossene Tür, die CL nicht aufbekommen hat. Genau, hier durch. Ihr Hauptcomputer ist wahrscheinlich hinter dieser Tür. Alles, was ich mit unseren Computern machen kann, ist die Tür entriegeln. Na, wie ist das? Ist es aufgeschlossen? Ja. Oh mein Gott. Du hast einen Computer zerstört. Ja, der Hackversuch ist nun geschwächt. Yay. Es sind überall Cyber-Elfen drin. Und ein Leben. Kristalle. Und nochmal ein Kristall. Der Hackversuch hat komplett aufgehört. Vielen Dank, Zero. Ich warte für dich in der Basis. Okay, das heißt, muss ich jetzt wieder nach ganz links oder wie? In das Shuttle-Hangar? Bin mir nicht ganz sicher. Wow, die können springen, die Dinger. Zwei Kristalle brauche ich noch, dass ich dieses Defense-Upgrade kaufen kann. Ha, 514, passt. Ne, hier kann ich nicht durch, da muss ich wieder so raus. Hä? Bin gerade verwirrt. Oh, oh, oh. Das lasse ich bestimmt nicht liegen. Das ist doof von mir. Gegner brennt zwar, wenn ich sie mit dem aufgeladenen Schuss angreife, aber die sterben halt dann nicht gleich. Ne, da war noch eine Zelle. Da muss ich zurück. Ich denke, ich muss zurück. Ich bin mir gar nicht sicher. Hier war auf jeden Fall die Tür. Sei vorsichtig, Zero. Ich habe eine massive Energiesignatur auf dem Radar. Ein Gegner ist nah. Das sind Stacheln. Was? Oh, es ist Ariel, die Meerjungfrau. Mein Name ist Leviathan, eine der vier Wächter von Master X. Nachdem ich schon so viel von dir gehört habe. Konnte ich es kaum erwarten, dich zu treffen. Ich kann es kaum erwarten, ihre Gesichter zu sehen. Wenn sie erfahren, wer dich besiegt hat. Nun, halt dich nicht zurück, weil ich weiblich bin oder weil ich eine Frau bin. Habe ich auch gar nicht vor, Liebling. Ja, toll, ich sehe sie nicht mal. Das Areal, wo man die bekämpft, ist ein bisschen dämlich. Den ganzen Stacheln. Liebling, hör auf. Ich hätte gerne mehr Lebensenergie. Au. Au. Ja, das schaffe ich jetzt nicht. Ich habe zu wenig Health. Ah. Nee, ich schaffe sie sogar. Warum hast du mich nicht getötet? Zeigst du etwa Gnade? Wie unhöflich. Ich habe dir gesagt, du sollst dich nicht zurückhalten. Das nächste Mal, wenn wir uns treffen, gibst du am besten dein Bestes. Leb wohl. Ach Gott. Gute Arbeit, Zero. Ja, danke. Du hast deine Cyber-Elfe bekommen. Yay.
Ich versuche, unsere Basis zu hacken, haben aufgehört. Dank dir. Wir haben ein Problem. Eine feindliche Streitmacht greift unsere Basis an. Wir können uns nicht mehr länger halten. Oh. Das Haupttor wird jede Sekunde durchbrochen sein. Beginnt mit der Evakuierung. Und vergesst nicht, Alte und Kinder zuerst. Du solltest auch evakuieren, Zero. Vielen Dank, dass du uns so viel geholfen hast. Ciel, beeil dich, um den Evakuierungstransporter zu erreichen. Es ist okay. Es ist meine Schuld. Deine Schuld? Die Welt ist total außer Kontrolle geraten. Es ist alles nur wegen Neo Arcadia. Extreme Gerechtigkeit. Wo Frieden durch Gewalt erzwungen wird. Replots werden geopfert. Zum Wohle der Menschen. Ich war die Neo Arcadia geschaffen hat. Und ich war es auch, der X zurück ins Leben geholfen hat. Ich weiß. Was meinst du mit regeneriert? Du hast X wiederbelebt, wie du mich wiederbelebt hast? Nein, es ist anders. Du bist ein Original. Das bedeutet, du bist exakt, wie du damals warst. Aber X ist... Du solltest jetzt gehen. Hilf den anderen bei der Evakuierung. Ja, speichern wir dich schon, danke. Zero, kannst du mich hören? Der Maschinenraum befindet sich jetzt in feindlichen Händen. Nachdem wir den Aufzug nicht einschalten können... ...können die Replets auf der oberen Ebene nicht zum Evakuierungstransport gelangen. Vernichte alle Feinde im Engine Room. Na, supi. Ciel ist wieder mal für alles verantwortlich. Yay. Oh Gott, da sind alle tot. Kann ich jetzt eigentlich noch in den Trans-Server-Raum? Nee, Tür geht nicht auf. Engine Room, das war doch hier unten. Ja, genau, das sind sie schon. Unsere schöne Basis. Oh. Du bist ein bisschen in Bedrängnis, ne? Vielen Dank, Zero. Ich werde den Aufzug wieder in Betrieb nehmen. Zero, kannst du mich hören? Der feindliche Kommandant belagert das Warenhaus, wo die Energiekristalle gelagert werden. Wenn wir alle Energiekristalle verlieren, haben wir so gut wie verloren. Jetzt muss ich ins Warenhaus. Gucken, ob da noch drüben was ist. So wird Zeit muss sein. Ah, die Tür geht gar nicht auf. Warum stationieren sich so viele Feinde hier hinten, wenn da gar nichts ist zum Bewachen? Die haben wahrscheinlich gedacht, da gibt es bestimmt Leute, die gucken danach. Und ich bin drauf reingefallen. Bin so naiv. Okay, ins Warenhaus. Der Aufzug geht wieder. Wo war denn das Warenhaus? War das hier? Ja, sieht danach aus. Ich denke mal, ich muss mir jetzt die Ebenen hochkämpfen. Oh, Energiekristall. Die ganzen Türen gehen nicht auf. Ne, hier bin ich falsch. Hier ist überhaupt nichts. Trans-Server-Raum kann es auch nicht sein, dann kann es noch eine Ebene höher sein, über den Data-Raum. Hier.
Tja, da hast du zu kurz geschlagen, mein Freund. Ja, was den sie selber blocken könnte. Lächerlich. Ah, hier kann ich rein. Nun, nun, nun. Ich habe schon so viel von dir gehört. Du musst Zero sein, der legendäre Reploid. Oder sollte ich sagen, der alte und nicht mehr ganz zeitgemäße Reploid. Mein Name ist Hanumashin. Ich bin der Nummer 1 Schüler von Phantom, dem Wächter. Ich werde dich vernichten. Zum Wohle der Tarneinheit. En garde. Ich kämpfe gegen Äffchen. Lass mich raten, deine Schwäche könnte Eis sein, oder? Naja, oder? Nee, das tut ihm gar nichts. Was scheint dir da? Uchi? What the fuck? Reiß dich zusammen! Blitz ist es! Oh. Hadouken! Yoga Flame! Weil du jetzt Kinder spawnst, oder? Oh. Okay. Jetzt weiß ich ja, was er macht. Ich habe 7 Leben. Nice. Was habe ich jetzt gesagt? Blitz, genau. Warum Feueraffe? Der erinnert mich an den Boss von den alten Mega Mans, von den Classic. Da gab es ja Wily Wars auf dem Mega Drive. Da gab es auch einen Robot Master, der war nämlich auch so ein Äffchen mit Stab. Aber fragt mir nicht mehr, wie der hieß. Ah, so viel Feinde, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt erst hingucken soll. Uchi, Uchi! Yes! Ganz knapp, aber ich hab's geschafft. Toll, die Wächter haben auch noch Schüler. Das hat uns gerade noch gefehlt. Du bekommst eine Cyber-Elfe, yay! Yeah. Cyber-Elfe, yay! Yeah. Wir wurden gerettet. Aber das verdanken wir nur dir. Solange als X existiert. Eines Tages vielleicht. So, du bist also nur glücklich, wenn X nicht existiert. Ich werde mich darum kümmern. Sag mir nur, wo er sich befindet. Du kannst direkt in den Kern der feindlichen Basis eindringen, wenn du den Trans-Server benutzt. Leider haben wir das Security-System noch nicht umgangen, damit unser Trans-Server funktioniert. Ohne den Trans-Server wird es dir nicht möglich sein, deinen Zielpunkt zu bestimmen. Und wenn du so lange von der Basis fern bleibst, ich kann nicht sagen, was dann passieren wird mit uns. Hä? Ich habe den Sicherheitscode des Trans-Servers geknackt. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Aber nun kannst du nach Neo Arcadia reisen, wann immer du willst. Du. Du bist derjenige, der mir den Sea-Server gegeben hat. Nun geh. Vernichte die Kopie von mir. Warte, wer bist du? Es ist nicht möglich. Hat er wirklich gesagt, ich kann den Trans-Server nun benutzen? Ja, hat er.
Ich gehe nun. Passt auf euch auf. Natürlich will ich speichern. Ich will aber nicht in den Trend-Server. Ich muss in den Trend-Server, verdammt. Ah, ich kloppe mir jetzt auf jeden Fall das Defense-Upgrade erstmal rein. Ich hoffe, ich muss ihn nicht zweimal füttern. Das wäre natürlich jetzt extremst ungeil. Ah, oh, der braucht nochmal was. Woher soll ich so viele Kristalle nehmen? Ne, kann ich nicht mitnehmen. Kacke. Cover Fire, Cover, das sind alles so Sachen, die bringen mir nichts. Da habe ich mich wieder zu früh gefreut, ne? Na, supi. Oh, man braucht aber auch so viele Kristalle hier, das ist unmenschlich. Muss ich nochmal gucken, ob CL vielleicht nochmal eine Mission hat oder ob das jetzt schon das Ende vom Spiel ist in Neo Arcadia. Hm, sie speichert nur noch. Das ist versperrt. Gut, liebe Leute, wie es weitergeht in der nächsten Folge von Mega Man Zero. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich bin euer Zerkon. Ich sag wie immer, stay tuned. And so long.